Hölle, Freunde des gepflegten Lärms. Heute zu einer neuen Rubrik, und zwar Krempes Fünfer. Jetzt ist es ja so, jeder YouTuber macht, ob er jetzt Metal macht oder was anderes, jeder YouTuber hat so seine Listen, seine Top 10 dies und Top 10 das und Top 5 das. Und am Anfang habe ich mich natürlich dagegen gewehrt und habe gedacht, nee, das macht jeder, das mache ich nicht. Mittlerweile habe ich mir aber gedacht, ja, ist aber schade, bloß weil andere das machen, muss das ja nicht heißen, dass ich das nicht mache, um mich dadurch irgendwie zu kennzeichnen oder auszunehmen von denen, die alle das Gleiche machen. Und wenn auch immer die gleiche Rubrik, die kann ja auch anders bestückt werden. Irgendwann habe ich mir gedacht, es gibt ein paar Dinge, die eigentlich doch ganz interessant sind, so als Einschieberli, so als Nachtbonbon, so als Zwischenmerkerli, so dass man einfach immer irgendwie sagt, okay, bevor die zwischen den großen Labershows kann man doch irgendwie so irgendwie ein bisschen auch Persönlichkeit versprühen, ne? So ein bisschen Drei-Wetter-Taft der guten Laune. Und das mit den Top 5, ich habe es hin und her gedreht und fand es dann eigentlich doch eine ganz gute Sache, die ich jetzt eben auch mache. Und dann war ich aber nicht irgendwie zufrieden mit dem Namen Krempes Top 5 oder Krempes Top Dinge oder Krempes Worst Dinge oder 5 Dinge von Krempe. Und jetzt machen wir eben den Krempe Fünfer. Das hat natürlich eine sexuelle Konnotation, ne? So der Dreier, der Vierer, der Fünfer. Und in Zeiten von Corona darf man ja keinen Gangbang mehr haben. Und da habe ich gedacht, ja, ich bin ja so aus Provokationsgründen, machen wir jetzt Krempes Fünfer. Also 5 Dinge, kurze Rede, langer Sinn. Nee, erst lange Rede, kurzer Sinn. Machen wir jetzt so immer mit Zwischenreihen zwischen den großen Shows ein bisschen. Ja, wenn ich so weiter rede, dann haben wir wieder gleich eine große Show. So 5 Dinge, so 5 Bücher, 5 dies und 5 das, ebenso 5 Lieblingsstücke, 5 hassenswerte Dinge, 5 Dinge einfach, die so, dass ihr mich noch näher kennenlernt, dass ihr noch näher an mich heranrückt und ich an euch. 5 Dinge halt. 5. Heute machen wir dann, ist natürlich auch bezeichnet, dass wir gleich damit anfangen mit die 5 schlimmsten Albencover aller Zeiten. Jetzt ist es natürlich so, gibt ja im Netz unglaublich viele Listen, da werdet ihr jetzt gleich Bilder sehen, die ihr kennt von anderen Listen. Und ja, die Listen unterscheiden sich natürlich auch, weil es ist auch hier, Ästhetik ist natürlich, oder Kunst ist natürlich auch immer was, worüber sich nicht streiten lässt. Das ist eine Geschmackssache, wo jeder, und wenn dem einen seine Hölle ist, dem anderen sein Himmelreich, ne? Und dem einen sein Lärm ist, dem anderen sein Ohrelysium. Und so kommt es natürlich da auch vor. Ich zeige euch jetzt ein paar Sachen, aber nicht nur aus dem Metal-Bereich. 5 habe ich aus dem Metal-Bereich, die, wo ich jetzt so richtig schräg finde. Und 5 zeige ich euch dann mal, dass ihr seht, nicht nur im Metal gibt es beschissene Cover, sondern die gibt es gerade auch woanders. Aber da habe ich mal ein paar wirklich zünftige Nummern raus. Und fangen wir doch mal gleich an. Also auf Platz 5 habe ich gleich, das kennt ihr vielleicht, von, es sind 80er-Jahre-Dingens. Ich habe hier eben, damit ich jetzt geht das Foto nicht auf, damit ich euch das zeigen kann, ich blende es euch natürlich ein. Ich brauche jetzt gar nicht zum Draufschauen, ne? So, und das ist, warum geht denn das jetzt nicht auf hier? Jetzt hängt das irgendwie, hängt das. Aber Platz 5 ist Torment Bestial 6. Eigentlich dürfte ich das ja gar nicht reinnehmen, weil ihr seht schon gleich irgendwie Allgäu Doom, ne? Warte mal, ich mache mal hier auf. Allgäu Doom, ein Mann fistet seine Kuh. Ob seine Kuh ist, wissen wir nicht. Und ja, jetzt muss man dazu sagen, das ist natürlich total schräg, sowas auf dem Plattencover zu machen. Da musst du schon irgendwie deine Grütze versoffen haben oder die Musik ist auch dementsprechend. Hier stimmt wahrscheinlich beides, wenn ihr jetzt den schicken Metal-Head da anschaut, den Musiker. Und wahrscheinlich hat er das Album zusammen mit seiner Kuh aufgenommen. Aber irgendwie finde ich es ja schick, ne? Das ist ja irgendwie schon fast Allgäu-Doomig. Bestial 6 ist ein wirklich ganz, ganz schlimmes Cover, finde ich. Also auch selbst, ich mache ja auch selbst gern so irgendwie so Hokuspokus, aber ja, weiß ich nicht, ob man sich die Platte kauft, weil man denkt, oh, das Cover, das spricht mich jetzt so total an, das will ich haben, ne? Unbedingt. So, das ist mein Platz 5. Auf Platz 4, ja, Black Sabbath, Sabotage. Also Black Sabbath hat ja immer mal irgendwie, da muss man ja sich schon sagen, die Cover von Black Sabbath, außer im ersten. Das erste ist total, völlig ikonisch. Und dann haben sie ja bei Masters of Reality
Master of Reality haben sie einfach nur diese lila Schrift. Dann bei Volume 4 haben sie den Schattenriss vom Ossi. Also die haben ja schon auch wirklich ganz, ganz schlimme Cover irgendwie. Und auch das in der Neuzeit, das Born Again, ne? Wo diese Teufelsembryo, das taucht ja auch in ganz vielen Listen auf. Aber mein schlimmes Cover von Black Sabbath ist wirklich das hier. Ihr müsst mal anschauen. Ich meine, klar, Ossi im Kleid. Boah, das hat schon was Schickes, schön im Kleid vor diesem Spiegel stehend. Und jetzt kann man natürlich sagen, in den 70er Jahren hat man so ausgesehen. Aber so hat man wirklich nicht ausgesehen. Also hier wie, also das ist schon wirklich, ne? Ich finde das Cover schlecht. Ich finde das Cover schlecht. Die Musik geht. Geht. Es gibt bessere von Black Sabbath, aber oh. Wobei ich sagen muss, das Kleid vom Ossi, das hätte ich schon gern. Ne? Das würde ich gern Chambadista mal überstreifen. Das ist mein Platz 4. Platz 3, das taucht eigentlich auch, habe ich fast in jeder Liste gesehen. Ist klar, Manowar, Into Glory Ride. Manowar, aber hier auch muss man sagen, es ist zwar, da wird dieses Pelztanga, das ist ja schon irgendwie fast schon ikonisch. Und auf der einen Seite ist es natürlich auch genau das, was es sein soll. Also es ist jetzt nicht einfach, es gibt ja zwei Arten von missglückten Bildern, ja, dass man nicht weiß, was man tut. Also die Situationskomik, dass die einfach blöd sind und man selber weiß es gar nicht. Man denkt, oh, das ist toll, und dann ist es total scheiße. Oder dass man genau sagt, das ist es, egal wie hilarious und lächerlich das Ganze ausschaut. Und bei Manowar sieht es halt wirklich, es sieht lächerlich aus, aber es passt auch zu dem, was Manowar im Endeffekt verkörpern, ne? Eine stupide Epik im Geist, aber in den Anfangsphasen zumindest eine geile Musik. Aber trotzdem, wenn du das jetzt irgendwie, wenn du jemanden Metal schmackhaft machen willst, dann sagst du, pass mal auf, du, ich zeig dir, ich spiel dir mal eine Platte vor und dann zieht er das Cover. Ich glaube, dann helfen alle Überredungskünste nichts, dass er sich unvoreingenommen mal die Musik anhört. Also, Manowar, Into Glory Ride. Von Manowar gibt es noch schlimmere Bilder, die jetzt nicht auf Plattencover gedruckt worden sind, aber das ist mein Platz 3. Auf Platz 2 haben wir Enochian mit Night Monumental Evil. Und jetzt haben wir hier die Titten natürlich, die schwingen im richtigen Leben, also auf dem richtigen Cover schwingen die frei, aber ich weiß nicht, ob Google das, Google sage ich, ob YouTube das so gerne hat, weil es ist ein amerikanischer Kanal und die Amerikaner, die sind ja geschlechtslos, wie wir wissen. Und ja, im Black Metal, vom Black Metal, da kannst du gleich Top 50 nehmen, Top 100. Ich glaube, es gibt kein Musikgenre außer dem Schlager der 50er, 60er und 70er Jahre, vielleicht wo die Cover so lächerlich sind. Ich sage jetzt nur Immortal, unfreiwillige Komik. Da sind wir bei der unfreiwilligen Komik. Und naja, ich will jetzt immer, die Band ist ja auch scheiße. Also man sieht natürlich, bei Immortal ist es nicht so, dass die Band gut, also dass nur die Cover sind manchmal ein bisschen so, oh, kommt ja auch diese Panda-Jokes her. Aber bei Enochian ist es wirklich so, du siehst, die Lümmel haben nicht mehr alle Latten im Zaun, die wollen da auf den Zug aufspringen. Das sieht. Und im Metal, im Black Metal gibt es die lächerlichsten Bilder überhaupt, wenn man das jetzt nicht richtig macht. Es hat sich jetzt ein bisschen schon eingespielt, dass es sich gebessert hat. Aber das ist schon, ja, ist schon ein Knüller, ne? So, aber Platz 1. Platz 1 ist Brockes Helm, Into Battle. Und es ist eigentlich kein Cover. Was ist das eigentlich? Es ist irgendwie, sieht aus wie ein Autonummernschild oder wie irgendwas. Das ist, und dann hier mit diesem billigen, aus dem E, die billigen Silvesterkracher. Das ist schon, also ich habe lang gesucht und so weiter. Natürlich sind so Schriften sowieso irgendwie immer einfach nur irgendwie was draufgedengelt. Aber Brockers Helm, weiß ich nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe recherchiert und was treibt Leute dazu zu sagen, das ist das. Into Battle für Couch-Metal-Fans ist es ja sowieso auch so eins der heiligen Grale. Die Musik von Brockers Helm, also wer auf Couch-Metal steht, die anderen werden wahrscheinlich sagen, ja gut, das passt doch zur Musik. Aber das ist mein absoluter Favorit, das ist so ein absolutes Uncover. Also kein Bild kann schlimmer sein als dieses reingefräste Zeug, wo man, wie gesagt, also keine Ahnung, das würde ich mir niemals kaufen, wenn ich nicht wüsste, wer Brockers Helm sind. Beim Re-Release von den Griechen, die haben das dann auf CD irgendwie nochmal rausgebracht. Hier gab es den Brockers Helm Ersatz, die werden sich auch gedacht haben, das kann man nicht bringen. Die haben dann so einen Ritter irgendwie drauf, das ist jetzt natürlich auch nicht die Sahnecreme, aber das hier, also dieses Ersatzcover, ist doch irgendwie, zeigt auf jeden Fall, dass da was Episches drinsteckt, was Kauziges. Und
Ich finde, es sieht aus wie eine Zigarettenschachtel aus dem Aldi für selbstgedrehte Kippen. Das Broker Sam Ding, ja. Ja. Aber das Into Battle, das haben sie dann die Griechen ein bisschen besser gemacht, aber einfach auch nur was draufgepappt. Aber es gibt ja auch, das kennt ihr das, wenn in den 80er Jahren war es ja wirklich fast schon normal, ein schlecht gezeichnetes Cover. Also da gibt es dann auch, wo andere sagen würden, das ist aber ganz schön scheiße. Wo aber für uns als diejenigen, die so auf diesen Underground und auf das Nerdige stehen und das Kauzige, da muss es teilweise auch so sein. Deswegen ist zum Beispiel dieses Into Battle mit diesem Ritter. Da fühle ich mich jetzt zum Beispiel angesprochen. Ich würde jetzt nie sagen, dass es das ein gutes Cover ist, aber wir werden ja im Laufe unserer Sendungen, ihr wisst ja, ich stehe ja immer ein bisschen, ich versuche ja schon ein bisschen so das Obskure. In Deutschland hat sich so dieser Begriff Kauz-Metal herausgeprägt. Zum Kauz-Metal mache ich nochmal eine Sondersendung, also mache ich eine spezielle Sendung. In anderen Ländern kann man sich mit Kauz nicht wirklich was vorstellen. Das ist auch so ein typisch deutscher Begriff. Da nennt man das dann Obscure-Metal, also obskure. Obwohl obskur ja auch wieder so eine Sache ist. Verdunkelter Metal, da könnte man auch obskurer Metal, aber wir wissen, was damit gemeint ist. Nur obskur heißt eben auch ein bisschen verdunkelt oder man weiß nicht, wo man es einordnen soll. Stimmt mit dem Kauz-Metal nicht ganz d'accord, aber da rede ich drüber, was Kauz-Metal ist. Da habe ich ja eine ganz, ganz starke, ich bin ja ein Aficionado, was Kauz-Metal betrifft. Dieser epische Kauz-Metal stellenweise, wo der Gesang, wo ein normaler Mensch, der so Harmonien gewöhnt ist, schreiend den Saal verlässt. Ne? Kirith Angle am 24. April kommt ja jetzt das Neue raus, Forever Black. Und ja, da machen wir ein Unboxing wahrscheinlich. Da freue ich mich drauf. Nach 29 Jahren Kirith Angle, einer meiner absoluten, also die Begründer, die Mitbegründer, nicht nur des Epic Metal, die haben ja Epic Metal gemacht, als es noch gar kein Epic Metal gab. Sondern eben auch die Inventors of Metal mit, also die gehören mit dazu, um den Kern des Metal, dessen, was Metal sein soll, raus. Aber da quatsche ich jetzt über Kirith Angle, darum geht es ja gar nicht. Und da sind meine Lieblingscover dabei von Michael Whelan, aber da kommen wir dann später drauf. So, jetzt haben wir das. Jetzt wollte ich euch aber zeigen, jetzt haben wir die Top 5, jetzt wollte ich euch aber sagen, also so, wie sagt man mal, Special Mentions, wo hätte reinkommen müssen, wo auch auf Listen auftaucht. Ich aber jetzt, wie ich es am Anfang gesagt habe, geil finde, obwohl es eigentlich sehr verstörende Covers sind. Da haben wir von The Handsome Beasts. Na, das ist eins, ich liebe dieses Cover. Bestiality. Na. Und dieser schicke Mann, neben dem anderen schicken Mann, ist der Sänger der Band. Und glaubt mir es oder nicht, wer so auf diesen New Wave of British Heavy Metal, so auf diesen Hard Rock Heavy, also auf diese Early Heavy Metal oder auf diesen Heavy Rock. Der Begriff Heavy Rock kommt ja auch ganz, ganz selten irgendwie zur Geltung. Ne? Keiner, der schwebt ja auch mal so rum. Und so zwischen Hard Rock und Heavy Metal der alten Schiene liegt ja immer noch ein Gebiet, Scorpions zum Beispiel. Ist weder Heavy Metal noch ist es Hard Rock. Da passt der Begriff Heavy Rock. Übrigens hat Tony Iommi von Black Sabbath auch gesagt, Heavy Metal passt bei uns irgendwie nicht so, weil er immer wieder mit konfrontiert wurde. Black Sabbath ist ja, ja das die ersten, die Heavy Metal gemacht haben. Und Tony Iommi hat gesagt, ihm gefällt der Begriff Heavy Rock besser. Heavy Rock also, wem Heavy Rock gefällt, dem gefällt auch Bestiality, ist ein gutes Album. Und ich, auch wenn das auf wirklich vielen Listen auftaucht, finde das eigentlich ein geiles Cover. Ich würde das auch tun, weil das ist ja auch irgendwie mutig. Ne? Und die wissen, was sie tun. Das ist jetzt nicht so albern wie vorhin bei diesen Black Metal-Affen so, sondern das ist wirklich, die sagen, lass uns das machen. Wir haben einen Schweinestall. Ne? Warum auch immer, lass uns in unseren Schweinestall gehen und lass uns Knut, die Sau, lass uns die umarmen. So. Das ist das Special Mention. Und von den Handsome Beasts, die haben eh geile Cover. Die immer in den Worst-Listen auftauchen, aber hier zum Beispiel Sweeties, das ist eine Single. Finde ich irgendwie top, finde ich absolut nicht scheiße, finde ich klasse. Ist genau meine Ästhetik, finde ich toll. Was aber wirklich scheiße ist, halt! Ich habe ja vorhin vergessen, ich bin ja gleich von 4 auf 5. Ne, von 3. Von 4 auf 3. Ach so, nee, ich hatte Black Sabbath, Entschuldigung. Wollte ich euch zeigen, den wollte ich eigentlich auch noch reinnehmen, aber es sind ja nur 5 Plätze frei. Das ist natürlich, das ist das Worst Cover von The Handsome Beasts. Aber auch hier alles völlig mit Kalkül gemacht. Ne? Hier wieder der Sänger. Man sieht eindeutig, er hat abgenommen. Ja, das ist das vierte Album. Und dann hier die halbnackte Nonne. Da wieder irgendwie danach das Nachwuchsschwein. Da irgendwie der Torwächter, dieser schöne Dobermann. Und hier,
war vermutlich die Tochter vom Fetten. Ne? Also das ist ein Scheiß. Aber auch hier weiß ich ganz genau, wenn ich das mir so betrachte, dass die ganz genau wussten, was sie da tun. Das ist nicht irgendwie so diese unfreiwillige Komik wie bei Manowar oder Enochian. So, und jetzt noch als Bonus, bevor wir dann mit diesem, soll ja nur eine kurze Sache sein, zu Ende sind, will ich euch ein paar Sachen zeigen, die jetzt nichts mit Metal zu tun haben, die aber auch total schrill sind. Dass ihr seht, nicht nur der Metal hat Scheißbilder. Und da haben wir eine Band, die heißt Brainstorm und das Album heißt Smiler, weil ich weiß nicht, was das für eine Musik ist. Ich habe auch nicht reingehört, ich habe einfach nur das Cover gesehen. Boah. Und das hat nichts mit unserem Brainstorm zu tun. Es gibt ja auch eine Metal-Band, die Brainstorm heißt. Die sind es nicht. Also das kann ich euch garantieren. Also ich hoffe, dass es nicht sind. Im Endeffekt belehrt mich alles besser und sagt, doch, das ist die Metal-Band, die Power-Metal-Band aus Deutschland. Ne? Heute. Nein, ist es natürlich nicht. So, Brainstorm. Dann habe ich hier noch was Geiles gefunden. The Christmas Crusaders. Und das sieht man schon, ja, so sehen die Krieger Gottes aus. With Al Davis, Christian Crusaders. So sehen die aus. Ne? Hier, das ist der Schwiegersohn. Da, das ist natürlich hier die Mutti. Das ist natürlich die graue Eminenz. Dann Papa und sein Bruder. Und das ist der Onkel von dem Dicken hier. Und der Dicke, das ist der Vorzeigesohn. Ne? Der sagt, du wirst in die Welt entsandt. Du bist ein Christian Crusader. Reinige die Welt von dem Bösen. Christian Crusaders. Und dann haben wir noch was Lustiges und das ist irgendwie aus dem lateinamerikanischen Raum. Maddie Gannett's, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Maddie Gannett's et son Ensemble. Also ich kann ja weder Französisch, da ist es natürlich Spanisch. Das heißt im Endeffekt Maddie Gannett's und sein Ensemble. Und dürfte hier Maddie, entweder ist er Maddie Gannett's, der alte Sack hier an der Orgel, oder hier der schicke Schifferklavierspieler. Ja, und das Ensemble ist natürlich hier Mutti. Mutti ist das Ensemble in der Mitte. Und die ist schon, wenn ihr das genau guckt, die wissen auch, was sie tun, die sind völlig konzentriert. Würde ich gerne mal live sehen, die Band. Nach dem Bild zu urteilen, ist ein Blindkauf, Nachcover. Und jetzt hier, was haben wir noch? Noch einen habe ich. Auch einen aus dem spanischen oder mexikanischen oder 2 Minuten Rahmen. Quimparieros hier, ne? Da so. Sieht ein schicker Mann aus, der Akkordeon spielt, die Klamotten sind ihm gleich vom Leib geflogen. Die hat er dann, die kann er dann verteilen an seine Fanschar, an seine Mädels. Und ja, das reicht uns nicht, die 2 Minuten. Ich muss tatsächlich nochmal drüber. Mach mal kurz hier einen Cut, weil jetzt kommt eins meiner absoluten Lieblingscover. So. Und das ist jetzt wirklich das Letzte, was ich euch zeige. Es sollten eigentlich noch Top 5 werden. Scheiß drauf, die Top 5 habe ich euch ja gezeigt. Hier. Der erste Gothic-Sänger, der erste und beste Gothic-Sänger Deutschlands, Heino. Und mit dem Album Liebe Mutter, ein Blumenstrauß, der nie verwelkt. Und wenn du so ein Gesicht hast, dann brauchst du auch keine Verkleidung mehr, du brauchst keine Maske, du brauchst auch, das ist unfassbar, oder? Das ist unfassbar. Eins meiner absoluten Top-Cover, also das könnte auch Black Metal sein, aber so ist es halt Gothic. Man sieht es an den roten Rosen, an dem Stirnblick. Mutter. Ne? So. Gut, jetzt habe ich euch das gezeigt. Das sollte ja jetzt nur schnell gehen. Ging aber nicht. Jetzt haben wir noch. Ich habe auch einen Plattentipp für euch. Ich wollte eigentlich noch irgendwas erzählen, warum sich irgendwie, worüber ich mir die letzte Zeit Gedanken gemacht habe. Da hockt ein Typ da vor der Kamera und er quatscht. Über Musik, er quatscht einfach. Und man hört keine Musik, man kann keine Musik einspielen oder in den seltensten Fällen. Und er sitzt da und er quatscht über Musik. Und jetzt ist der Mensch eigentlich, wenn das junge Leute machen, klar, die versprechen sich vielleicht was von YouTube. Aber ich bin ein alter Sack oder ich bin an der Schwelle des alten Sackes. Und darüber wollte ich jetzt auch noch quatschen. Jetzt muss ich das natürlich verlagern auf wann anders, weil wir haben ja schon wieder über 20 Minuten. Und jetzt kommt noch der Plattentipp. Ja, ich habe Schulter. Level Steel. Das ist eine EP. Also EPs vorstellen ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Sind 4 Songs drauf. Aber Level Steel ist ganz, ganz wichtig. Ich zeige euch die Band. Ganz schick. So muss man ausschauen. So muss die Band ausschauen. Hier gibt es das nochmal. So, Level Steel. 2016 mit dem Album Legion of the Night. Auch schon, das war ein vollwertiges Album, aber es ist eben schon so, so lange her. Und jetzt haben sich die Jungs wahrscheinlich gesagt, jetzt haben wir noch ein paar Lieder übrig, machen wir
bringen wir diese EP raus und ich hoffe, dass das das Vorzeichen ist, dass die zweite Scheibe bald kommt. Die sind aus Schweden, die Jungs, und man muss auch gar nicht da viel darüber erzählen. Es ist, was erwartet euch bei mir meistens klassischer Heavy Metal, aber eben nicht so overdrived wie Riot City oder Vulture oder was gerade irgendwie im Moment so an Speed Metal irgendwie die Runde macht, sondern es ist klassisch. Ist nicht so, dass da kein Speed drin ist. Es ist Speed drin, aber diese ganze Hektik, die jetzt zum Beispiel bei Riot City, dieser Hype mit diesem traditionellen Heavy Metal, der hat bei mir nicht so irgendwie verfangen. Weißt du, so traditionell. Es ist gut, dass es diese Welle gibt und ich liebe das auch. Und aber so dieser absolute auf der absolute Kniefall, der fällt bei mir nur bei den wenigsten Bands tatsächlich so positiv aus wie bei der großen Masse. Leather Steel unterscheiden sich da jetzt ein bisschen. Das ist jetzt nicht so diese wahnsinnsgute Produktion, weil das ist eben genau das beim traditionellen Heavy Metal. Darüber müsste ich eigentlich auch schon mal fast eine eigene Sendung machen, weil das auch wieder ein Thema ist. Der Sound der 80er im Unterschied zum Sound von heute. Natürlich, klar, in den 80ern war alles analog und heute kann man alles digital irgendwie nachbearbeiten und selbst diejenigen, die auf analog Sound stellen, können so ein Hybrid herstellen. Man kann da ein bisschen, aber Analoggeräte sind teuer und auch diejenigen, die es versuchen, mit reiner Analogsache, Opeth ist da zum Beispiel oder Orchid, die so ein bisschen die Black Sabbath-Fans waren, von denen habe ich jetzt auch schon lange nichts mehr gehört, die richtig rein analog aufnehmen und viele andere auch, die dann zwar diesen warmen Sound hinbekommen, aber die nicht diesen Sound der 80er oder der 70er, bei den 70ern klappt es vielleicht noch ein bisschen besser, diesen 80er-Sound hinbekommen. Und da machen wir nochmal eine Sendung drüber, woran das liegt und was mich daran eben auch stört, dass heute Bands wie Riot City, Traveller, die ganze Palette eigentlich, die sind wirklich gut, die sind auch technisch hervorragend, aber das Songwriting ist eben, das hat nicht mehr, man darf ja nicht vergessen, dass man auch seine Zeit einfängt und man kann da zwar anknüpfen, es ist traditioneller Metal im Stile der 80er Jahre, vielleicht. Aber es klingt eben nicht so. Und die wenigsten Bands klingen so. Aber es gibt dann eben auch Ausnahmen. Und Leather Steel ist so eine Ausnahme. Es gibt mehrere Ausnahmen, wenn wir dann später ich werde euch immer wieder Platten vorstellen, die ein bisschen so obskures Zeug sind. Das hier ist jetzt gar nicht obskur, das ist ziemlich straight. Aber es ist eben nicht so high gepitchte Vocals. Und der Speed Metal ist, die Speed-Variante hält sich genau in Grenzen. Es wird nicht hier nur rasendes Feuerwerk ab, sodass man auch Lieder erkennen kann. Und auch die Atmosphäre genießen kann. Also, vier Songs, Leather Steel aus Schweden ist mein Plattentipp für heute. Und jetzt verabschiede ich mich, weil ich komme dann wieder auf eine halbe Stunde und dann hätten wir ja schon wieder eine Show, eine komplette. Ja? Keep on rocking. Und ach ja, was ich noch sagen will, wie geht es jetzt überhaupt weiter? Ich bereite natürlich die nächste Show schon vor. Da geht es dann um Warfare. Warfare, eine verkannte Band, von denen ich auch selten irgendwie was reden höre. Ganz wichtig, weil Lemmy Kilmister damit verbunden ist. Augie Ward von Tank. Und darum geht die nächste Show. Die bereite ich jetzt vor. Ich wollte euch nur wieder mal kurz einen Zwischenstand geben. Keep on rocking, liebe Freunde. Ja, ihr schwört irgendwas Dickes um mich rum.